Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserer GCN auf Deutsch Show und heute haben wir Folgendes vorbereitet für euch. Wir reden unter anderem über Ernährung im Radsport, Rennergebnisse und natürlich auch wieder Race News. Also, bleibt dabei! Wenn ihr auf dem Rad ordentliche Leistung bringen wollt, ist vor allem eines wichtig und zwar die ausreichende Kohlenhydratversorgung. Und da ist das sowohl vor dem Training, während dem Training und auch nach dem Training oder auch Wettkampf entscheidend. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal der Reihe nach durch, oder? Ja, bin ich ganz bei dir. Und der erste wichtige Punkt ist natürlich die richtige Ernährung vor der Belastung. Oder wie siehst du das? Bin ich ganz bei dir. Bist du jetzt mal Abwechslung auch ganz bei mir? Ja, bin ich ganz bei dir. Und da ist es einfach wichtig, in der Regel, dass ihr circa 2 bis 3 Stunden vor dem Training eine kohlenhydratreichhaltige Mahlzeit zu euch nehmt. Heißt zum Beispiel Haferflocken mit Milch und Bananenstücken oder auch Reis mit Fisch und Fleisch und Gemüse. Dass ihr da einfach wirklich euren Tank sozusagen reichlich aufgefüllt habt. Hier ist es halt wirklich wichtig, dass ihr auf die komplexen Kohlenhydrate zurückgreift. Heißt, Kohlenhydrate, Proteine, die versorgen euch sehr gut mit Energie. Und dadurch habt ihr auch einen konstanten Blutzuckerspiegel, was ja auch nicht unerheblich ist. Denn keiner möchte irgendwie während dem Training einen Blutzuckerspiegel kommen. Richtig. Das haben wir ja auch schon gesagt, dass einer der 7 Fehler, die man vermeiden sollte, der Hungerast war, glaube ich, gleich der erste. Ja. Also früher vor den Rennen habe ich immer 3 Stunden vorher mein Frühstück zu mir genommen. Das ist eigentlich so eine Faustregel, die man sich merken kann. Oder je nachdem, wann Start war. Vielleicht war es auch mal gegen Nachmittag erst Start. Dann hat man Reis oder Nudeln gegessen. Oder ja, morgens dann, wie er schon angedeutet hat, ein Müsli oder Haferflocken oder sowas. Omelette auch, war auch immer gern gesehen. Boah, das habe ich nicht so gemacht. Nee. Muss jeder selber rausfinden. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Das ist alles sehr individuell, muss man rausfinden. Aber ausreichend langkettige Kohlenhydrate sollten dabei sein. Und wenn nicht so viel Zeit hat, der von der Arbeit direkt aufs Rad möchte, der kann sich einfach irgendwie einen Milchreis, ein bisschen Zimt und Zucker drüber machen und kann den dann einfach verzehren. Damit kann er eigentlich im Grunde genommen auch gut ins Training reinstarten. So ist es, ja. Und für die Vegetarier und Veganer gibt es natürlich auch Alternativen. Heißt, statt Fleisch oder Fisch kann man auf Sojaprodukte zurückgreifen oder Tofu. Und das Gleiche ist auch als Milchersatz kann man Hafermilch, Sojamilch, Mandelmilch, da gibt es ja zig Variationen, die man da benutzen kann. Also auch für die ist ausreichend etwas dabei. Kokosmilch, ja. Und sein Porridge kann man auch ganz einfach mit kochendem Wasser machen, dann hat man das Problem mit der Milchauswahl gar nicht erst. Muss er aber ordentlich süßen, oder? Ja, ein bisschen Honig drüber. Vorzüglich. Der nächste wichtige Punkt ist die richtige Ernährung während der Belastung. Und ja, Mario, wie siehst denn du das? Ich sehe das so, dass man, wenn man gut trainiert hat und sein Material optimiert hat und alles Mögliche, dass es dann sehr, sehr schade ist, wenn es dann an der Ernährung während der Belastung scheitert. Weil wenn man nicht regelmäßig isst, dann fährt der Körper einfach ein bisschen runter. Das ist noch nicht mal der Hungerast, aber schon davor hat man einfach nicht mehr die gleiche Leistung, die man hätte, wenn man während dem Training regelmäßig essen würde oder auch während dem Wettkampf. Und ja, vielleicht kannst du mal unseren Zuschauern ein paar Tipps geben, was man da am besten zu sich nimmt. Also aus meiner Erfahrung her ist es wirklich am besten, dass ihr euch eine Routine aneignet. Heißt, dass ihr euch wirklich immer wieder ins Gedächtnis hervorruft, dass ihr circa alle 45 Minuten Nahrung zu euch nehmt. Heißt, entweder ein Energieriegel oder ein kohlenhydratreichhaltiges Gel. Und wem das Ganze nicht so schmeckt, der kann aber auch gerne auf eine Cola zugreifen, Traubenzucker oder auch den ein oder anderen Schokoriegel. Ich will jetzt da keine Werbung machen, was ich da immer gerne zu mir genommen habe. Oder auch, man kann ja auch einfach was Gesundes mitnehmen und eine Banane essen. Das geht auch. Die hat auch relativ viel Energie. Das Wichtigste ist einfach wirklich, dass man isst und dass ihr euren Körper praktisch mit genügend Brennstoff versorgt, weil wenn der nicht mehr vorhanden ist, dann geht es auch rapide bergab. Und an der Stelle muss man auch nochmal sagen, die komplexen Kohlenhydrate sind ja langkettige Kohlenhydrate. Heißt, die sind während dem Training dann einfach nicht so gut geeignet. Deswegen hier die kurzen Kohlenhydrate zu euch führen,
damit wirklich immer gegeben ist, dass euer Körper in relativ kurzer Zeit das Ganze aufnehmen kann und in Energie auch umwandeln kann am Ende des Tages. Genau, und was auch noch eigentlich ein ziemlich simpler Trick ist, wo ihr euch nicht ständig dran erinnern müsst, alle 45 Minuten, ist, indem ihr einfach ein kohlenhydrathaltiges Pulver in eure Trinkflasche macht und so bei jedem Schluck automatisch nicht nur Flüssigkeit, sondern auch gleich etwas Energie zu euch nimmt. Genau, das Wichtigste ist ja am Ende des Tages, dass die Glykogenspeicher einfach über das gesamte Training hinweg richtig voll aufgefüllt bleiben, sind, genau. Und sozusagen der Akku auch voll geladen ist. Genau. Auch wenn das Training dann vorbei ist, muss man weiterhin noch auf seine Ernährung achten, um eine optimale Regeneration hinzubekommen. Und wie machen wir das am besten? Auf jeden Fall nicht mit Nicht-Essen. Okay. Nee, also ganz wichtig ist, dass wenn ihr von einem Training nach Hause kommt, dass ihr euch so eine Routine aneignet. Heißt, dass ihr euch in den ersten 30 Minuten nach eurem Training einen Post-Workout-Shake zu euch nehmt. Kann man... Kompliziertes Wort. Kann man oder ist am besten mit Wasser. Dann geht das Ganze noch, wird das Ganze noch schneller aufgenommen. Aber wer einfach auch ein Shake-Genießer ist, der kann das Ganze auch natürlich mit Milch zu sich nehmen. Hafermilch, Sojamilch, Kokosmilch. Stimmt, wir müssen ja das ganze Portfolio abdecken. Ja, so ist es. Und dann, wenn ihr euch geduscht habt, wieder frisch seid, dann könnt ihr natürlich eine richtige Mahlzeit zu euch nehmen. Heißt, gute Kohlenhydrate. Pommes. Nee, das nicht unbedingt. Also gute Kohlenhydrate, gute Fette, gute Proteine. Und wenn ihr das dann gemacht habt und die euch auch gemundet haben sozusagen, dann kann man doch wirklich davon sprechen, dass ihr euren Trainingstag perfekt abgerundet habt. Ja, genau. Also Björn hat es ja schon gesagt, also einfach es ist ein sehr ausgewogenes, gesundes Essen eine Stunde nach dem Training ist optimal, um die Regeneration so gut wie möglich zu beginnen. Kann ich nichts hinzufügen. Wow. Thema Essen haben wir jetzt durchgemacht. Durchgekaut. Durchgekaut, kann man natürlich auch sagen. Aber nicht nur das ist ja wichtig, sondern Nein. auch... Ja, mach weiter. Sondern auch trinken, ja, genau. Sollte man nicht vergessen. Und zwar ausreichend. Genau, und das ist nicht nur im Sommer relevant, auch wenn man das immer denkt, sondern jetzt, auch jetzt im Winter ist es eine sehr wichtige Sache, auch wenn es immer ziemlich kalt ist dann in der Trinkflasche. Aber ich habe da immer den Trick angewendet, dass ich mir... Wie du hast Tricks. Ich habe Tricks, eine ganze Trickkiste habe ich. Ich habe immer... wie wir vorhin schon gesagt haben, so ein elektrolythaltiges oder kohlenhydrathaltiges Getränkepulver in meine Flasche gemacht, damit es auch nach was schmeckt und nicht nur das Wasser ist, weil dann trinkt man auch gerne oder lieber, als wenn es nur das kalte Wasser ist und dann greift man auch im Winter ab und zu mal zur Flasche. Aber warum muss man denn allgemein Flüssigkeit zu sich nehmen? Ganz einfach, damit man nicht dehydriert und was zu Krämpfen führen kann. Richtig, durch den Mineralverlust, den man dann einfach hat, über die gewisse Zeit, die man auf dem Rad sitzt und der Anstrengung ausgesetzt ist. Und ich glaube, keiner will unbedingt Krämpfe haben, weil wer schon mal Krämpfe hatte, gerade im Sommer, wenn er zu wenig getrunken hat, das ist doch eine relativ unangenehme Erfahrung, möchte ich mal so sagen. Also von daher ist es wirklich wichtig, während dem Training ausreichend zu trinken. Auch hier ist so mein Tipp, alle 10 bis 20 Minuten mal lieber einen kleinen Schluck zu nehmen, als vielleicht dann nur jede Stunde einen großen. Die Flasche zu exen. Richtig. Da können, ja, da können wir eine Challenge dann mal irgendwann machen. Ja, danke. Da muss man auch sagen, im Sommer nehmt euch lieber noch mal ein bisschen Geld mit und kauft euch dann nach 2-3 Stunden was, also wenn es eine lange Tour werden soll, bevor ihr dann am Ende vertrocknet, weil das ist wirklich unangenehm. Oder man kann auch über, also ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber bei mir da in Bergen hat es auch immer mal wieder Brunnen, wo man es auffüllen kann. Aber wie gesagt, um sicher zu gehen, nehmt lieber ein bisschen Geld mit und kauft euch dann noch mal eine 1,5 Liter Flasche und füllt eure Flaschen wieder auf. Auf jeden Fall ein guter Tipp von Mario und abschließend möchte ich nur noch sagen, dass es ansonsten wichtig ist, auch hier nicht dann nur im Training ausreichend zu trinken, nee, sondern über den ganzen Tag hinweg. Heißt, ihr solltet so in etwa gute 3 Liter über den Tag hinweg trinken und das auch regelmäßig jeden Tag,
weil es bringt nichts, wenn man das einen Tag macht und dann 2-3 Tage schleifen lässt. Dadurch hat man am Ende des Tages doch wieder nur ein Defizit. Deswegen euch immer daran erinnern, jeden Tag ausreichend Flüssigkeit zu euch zu nehmen. Genau, und gerade im Sommer ist es so, der Körper, der kann nur, ich glaube, einen halben Liter pro Stunde oder so aufnehmen, aber im Sommer schwitzt man 1 Liter pro Stunde. Das heißt, man muss den ganzen Tag trinken, um den Flüssigkeitsverlust wieder wettzumachen, weil man es während dem Training einfach gar nicht schafft. Das war's jetzt mit dem Thema Ernährung und dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar den Race News. Was fällt dir denn dazu ein diese Woche, Björn? Einiges. Okay, dann schieß mal los. Und zwar kehrt Chris Froome bei der UAE-Tour wieder zurück ins Renngeschehen. Hatte ja letztes Jahr einen schweren Sturz bei der Dauphiné Libéré und ist jetzt im Prinzip gute 7 Monate, 8 Monate außer Gefecht gewesen, keine Rennen bestritten. Dann gibt es auch von seinem Teamkollegen erfreuliche News, und zwar hat Egan Bernal vom Team Ineos bei den Laureo Sport Awards, sozusagen den Oscars für den Sport, den Preis bekommen für den Aufsteiger des Jahres. Auch eine schöne Auszeichnung, denke ich, für ihn, die er sich dann mal irgendwo hinstellen kann und seinen Kindern zeigen kann auch. Zu den anderen. Genau, Trophäen. Und nicht so erfreuliche News von John Degenkolb. Er kann leider nicht bei der Vuelta Algarve am Start stehen aufgrund einer Krankheit. Schade. 3 wichtige News habe ich hier vorgetragen, oder? Ja, danke. Ich habe mich ja jetzt um die Race News gekümmert. Dann würde ich sagen, lieber Mario, kümmerst du dich mal um die Ergebnisse, damit du ja auch was machst. Ja, okay. Fangen wir an, wie es sich gehört, mit den Ladies First. Und da hat auch bei den Frauen die UAE-Tour in UAE stattgefunden. Also Dubai. Dubai, Moments Vereinigte Tour. Arabische Emirate, genau. Und da hat die Britin Lucy van der Haar gewonnen. Und hier in Europa hat auch die Vuelta Valenciana stattgefunden für die Frauen, was ja auch vor 1-2 Wochen bei den Männern war. Und da hat Anna van der Breggen gewonnen. Und sehr erfreulich aus deutscher Sicht, dass Clara Koppenburg Zweite in der Gesamtwertung werden konnte, nachdem sie ja letztes Jahr, glaube ich, gewonnen hat, meine ich. Machen wir weiter mit den Männern und da kommst du jetzt wieder ins Spiel, Björn. Ja, wie schon von mir gesagt, ist Herr Christopher Froome dort zurückgekehrt und zwar mit einem 115. Platz auf der ersten Etappe. Aber das war ja eine Etappe für die Sprinter und da hat natürlich ein deutscher Top-Sprinter zugeschlagen und zwar Pascal Ackermann vom Team Bora Hansgrohe hat die erste Etappe gewonnen vor dem kleinen Australier Caleb Ewan, der ja auch, wie wir alle wissen, blitzschnell ist. Aber Pascal Ackermann hat ihn eines Besseren belehrt und war schneller. Erfreulich aus deutscher Sicht. Auch in Europa wurde Rennen gefahren und zwar in der schönen Algarve im Süden Portugals. Und dort hat Fabio Jakobsen die erste Etappe gewonnen im Sprint und dann hat Remco Evenepoel übernommen und sowohl eine Bergankunft als auch das abschließende Zeitfahren für sich entschieden und natürlich, also nicht natürlich, aber damit auch die Gesamtwertung. Und erfreulich auch hier aus deutscher Sicht sind mehrere Fahrer in den Top 10, zum Beispiel ist Max Schachmann Zweiter geworden vom Team Bora Hansgrohe. Simon Geschke von CCC wird 6. und Lennart Kemner auch von Bora wird 7. Also wirklich schöne Endergebnisse bei der Vuelta Algarve aus deutscher Sicht. Erfolgreiche Ausbeute, würde ich auch sagen. Auch in Spanien wurde Rennen gefahren und zwar bei der Vuelta Andalusia. Dort konnte sich Jakob Fuglsang den Gesamtsieg holen und er hat dort auch 2 Etappen gewonnen, was ja auch nicht so schlecht ist. Und hat am Ende des Tages vor Jack Hake und Mikel Landa gewonnen. Und ich glaube, er hatte so eine gute Minute Vorsprung auf diese 2 Fahrer. Kommen wir zu unserer Caption Competition. Und zwar möchten wir euch jetzt den Sieger vorstellen unserer Caption Competition aus der letzten Woche. Und da hatten wir dieses schöne Foto von so einem ganz großen Tiger und so einem ganz kleinen Mann nebendran. Ja. Und wer hat denn da gewonnen, Mario? Gewonnen hat der Long Gamer. Und sein Caption war, in the eye of the tiger. Glaubst du, der Gamer, der zockt auch ab und zu? Ja, vielleicht spielt er irgendwie so ein Fußballspiel mit Autos, könnte das sein? Ich glaube nicht, vielleicht, oder? ich hoffe nicht. Lieber Radsportmanager. Radsportmanager, ja, das wäre ein cooles Game für ihn. Auch heute gibt es natürlich wieder was zu gewinnen. Und zwar haben wir diesmal ein Bild von Remco Evenepoel von der Volta Algarve, die wir ja wissen, wie wir ja jetzt wissen, gewonnen hat. Und er gießt hier seinen Champagner aus, anstatt ihn zu trinken oder zu genießen oder zu versprühen immerhin. Und ja. Also mein Tipp wäre an der Stelle für einen schönen Hashtag,
trinke statt wegzugießen. Ja. Oder? Wenn ihr auch das wieder besser hinbekommt als Björn, schreibt uns eure Caption in die Kommentare, wie ihr dieses Bild am besten beschreiben würdet. Und was gibt es eigentlich zu gewinnen in unserer heutigen Caption Competition? Weißt du das, Mario? Ich weiß es nicht. Ah, es gibt wohl eine schwarze GCN-Flasche. Und ja, wie immer, der Kommentar, der das Bild am besten beschreibt, gewinnt die Flasche. Viel Glück. Schwarz, also kann keiner sehen, dass hier der Champagner drin ist. Ja, genau. Aber wenn er drin ist, bitte nicht rausdrehen. Das war's dann auch schon mit unserer heutigen GCN auf Deutsch Show. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich auch. Es waren nützliche Tipps rund um das Thema Ernährung für euch dabei. Wenn ihr dazu was zu sagen habt, dann wie immer einfach unten drunter kommentieren. Für Anregungen sind wir immer zu haben. Und ansonsten würde ich sagen, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Channel. Und dann sehen wir uns in der nächsten Show. Ciao. Tschüss.